Moin Freunde, was geht ab? Ich bin's, euer Nick und willkommen hier zu einer weiteren Runde zu StarCraft 2. Ja, Zerg vs. Terraner 36 RX19 1-1 auf der Map Neoplanet. So, wollen wir das Beste hoffen. Und, na, wo wird denn sitzen? Ich sitze hier auf so einer Plattform, dann wird er auch auf dieser Plattform hier sitzen. Gut, let's go, proceed, würde ich sagen. Ich bin jetzt Silber und... ich glaube sogar unter Silber 12 oder so, also recht weit oben. Einfach mal so als kleinen Zwischenstand, wo ich denn jetzt hier gerade so zur Zeit bin, von den Punkten her oder vom Rang her. Und eventuell so, ne, ganz Pi mal Daumen könnte ich sogar irgendwann mal. Also ich strebe Gold an. Ne? Also ich würde sagen, ich habe mich schon ein bisschen gebessert. Vielleicht jetzt zu den letzten Aufnahmen. Habe auch jetzt nicht alles hochgeladen, habe noch ein bisschen hier so für mich gezockt, mal was ausprobiert und ja, es läuft. Der Bär ist am Steppen, ist okay, so. Keine Ahnung. So, Terraner ist natürlich immer so eine Sache. Gibt natürlich mal oftmals ein Problem mit ihm. Ich denke mal, Early Rushen brauche ich den gar nicht, denn da wird hier hundertprozentig, na, wo ist der Aufgang? Hier ist der Aufgang, okay, wird er hundertprozentig dicht bauen. Dann schicke ich, glaube ich, auch mal lieber meinen Overlord schon mal auf seine Maybe an den Ort, wo er seine nächste Expansion holt. Und ich denke mal, da bin ich damit schon deutlich besser dran. Ich muss auf jeden Fall passen, aufpassen, dass er mich nicht early rusht. Ich werde es auf jeden Fall auch jetzt hier gleich erstmal da werden. Da unten ist meine zweite Expansion. Ja, okay, es kann sogar sein, dass sogar hier dicht baut. Das werde ich dann wahrscheinlich machen. Also zumindest ein wenig. Und hier kann man ja super auf zweite Expansion gehen, muss ich sagen. Vorzüglich. So. Jetzt baue ich mal ein bisschen die Expansion hier nach. Oh, habe ich schon mehr jetzt genug Worker am Start hier. Und? Wird gleich hier passend, genau. So, perfekt. Jetzt kriegen wir unsere Buddy. Und ja, das Upgrade hier hole ich mir auf jeden Fall auch mal ganz schnell, denn das ist wirklich ein pornominöses, extrem wichtiges Upgrade. Dass wir echt anfangs da das schnell bekommen, damit einfach unsere Zerklinge diesen schnellen Lauf bekommen. Ah, shit. Und er baut da tatsächlich schon zu. Mal gucken, ob wir auch in Sicherheit bekommen, den Overlord. Ich denke mal, ja. Und hat er denn schon dicht gebaut? Er hat auch erst einen Zergling. Ey, ein Marine, dann können wir ja doch nochmal ein ganz paar Zerklingen vielleicht doch nochmal vorbeikommen. Ich meine, das, was er hat, ist ja nicht viel bis jetzt. Ach. Witzig. So, aber ich glaube, das ist jetzt auch dicht gebaut. Das heißt, dann wird er wohl sofort auch, oder früh, oder was weiß ich, die Expansion da sich wohl auch krallen. So denke ich das mal. Schaut's aus hier in der Spielanalyse. Mein neues Lieblingsgebäude, muss ich ehrlich sagen. Ich liebe es, diese Selbstmordviecher auszubilden. Die machen echt richtig Spaß. Und sind auch gar nicht mal so schlecht. Ja, genau. Hier sehen wir schon, hier baut er, upgraded. Also wird er wohl erstmal wohl techen. So wie es aussieht. Problem ist nur, er hat da jetzt so einen hässlichen Marine, den kriege ich natürlich nicht tot. Dann kann ich nicht vorbei. Also mal gucken, mit was für böse Taktiken er jetzt erstmal ankommt. Ich baue mir auf jeden Fall schon mal noch einen Detektor. Ich push jetzt hier noch mal ein bisschen meine Wirtschaft. Und ja, sehr schön. Mineralienknappheit ist gut. Dann heißt es wenigstens, dass ich alles hier zurzeit zumindest nicht mache. Ich glaube, ich komme jetzt einfach mal hier und versuche mal irgendwas hier zu klauen. Vielleicht schaffe ich ja sogar die Kaserne niederzustrecken. Wir brauchen mehr Overlords. Da werden wir gleich Overlords ausgebildet. Das heißt, hier kriegen wir jetzt Zerklinge. Oh, so viel Mineralienknappheit. Ich meine, ich habe doch hier echt ganz gut was sammeln. Aber trotzdem, es besteht Mineralienknappheit. Na gut.
ob ich da jetzt schon angreifen soll. Die Frage. Warte ich nochmal eine ganz kleine Sekunde. Und wann hat er hier? Ich möchte gerne einen neuen Kriechertumor da auskotzen. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Vespingas. Na, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Scheiße, okay, der Angriff war ziemlich misslungen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Hab mir irgendwie geiler vorgestellt. Shit. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Freund hier gleich kommen wird und mir die ganze Basis von hinten hier niederreißen will. Deswegen rüsten uns aber schon mal ein bisschen gegen. Und die Erde ist das. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Puh. Ich schick den mal hier nach vorne, damit ich sehe, wann er rauskommt. Zu sehen. Mutation abgeschlossen. So, schnell zu den kassierten Einheiten kommen. Vielleicht auch ein bisschen eher. Kann ja nie schaden, gell? Wir brauchen mehr Vespingas. So, Problem ist nur, wenn er jetzt gleich kommt. Ist gerade ganz schön in der Wirtschaftskrieg, muss ich ehrlich sagen. Wenn er gleich kommt, den Krieg würde ich wahrscheinlich fürs Erste erstmal verlieren. Das ist das Problem. Ich stehe da gar nicht drauf, dass wir gerade alle so hardcore techen. Bin eher Freund des schnellen Angriffes. Ich versuche ihm da irgendwie nochmal was zu klauen, irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es klappen wird. Aber weiß man natürlich immer erst im Nachhinein. Ich parke hier einfach nochmal so ein, zwei Einheiten davon, dass falls er hier gleich kommt und irgendwie was abschmeißt, zumindest eine kleine Gegenwehr hat. So, eine dritte Expansion wäre jetzt auch vielleicht gar nicht so falsch. Oh, ich habe Angst, ich habe richtig Angst. Mach dir keine Sorgen, das Geld. Metamorphose abgeschlossen. Tja, keine Ahnung, soll ich mal angreifen? Ich meine, er scheint wohl, also auf eine nächste Expansion geht er nicht, aber ich meine, wenn er jetzt nur Flug gebaut hat, dann bin ich am Arsch. Deswegen gleich kommen noch mal ein paar Over, nee, nicht.
jeden Fall meine letzten Einheiten. Keine Ahnung, wie die gerade heißen. Ja, geil. Richtig geil, was er da gemacht hat. Gut, das heißt, ich komme da schon mal nicht rein. Dann hat er so ein paar von den Gegnern. Ich kann versuchen, nochmal so sonst hinten in seine Basis reinzufliegen. Aber das kostet alles so verdammt viel Zeit. Und diese verdammte Zeit haben wir gerade nicht. Wir brauchen mehr Overlords. Da haben wir hier gerade so ein bisschen das Problemchen. So, das ist alles gut besetzt, okay. Schau vor, jetzt finden wir jetzt eine weitere Base, das wäre mal übelst funny. Mutation abgeschlossen. Nein, es gibt euch das ganz, ganz dicke finale Battle. Ich sag's euch. Was ist das hier? Was ist das? Was ist das hier? Warum? Was ich nicht gemacht habe, ist meine Dinger da droppen. Metamorphose abgeschlossen. Ultralisken-Höhle ist in Bau, ich weiß gar nicht genau, ja doch, ist in Bau, alles klar, gut. So, versuchen wir es einfach mal da jetzt irgendwie oben rein zu fliegen. Das ist so der Gedanke, der hinter der Idee hier steckt. Wir brauchen mehr Vespingas. Andere Upgrade auch schaffen. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Let's go, Pussies. Das ist richtig asozial. Hoffen wir, das haut irgendwie hin. Mal ein bisschen was haben wir ihm geklaut. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Zumindest ein bisschen was. Wir brauchen mehr Overlords. Sehr gut, sehr gut. Mineralienfeld erschöpft. Idee, um alles auszuladen. Mineralienfeld erschöpft. Nice, ey, nice, 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 nice. Das ist ja besser, als ich gedacht hätte. Wow, 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 wow. Yeah.
dann upgraden wir mal ein paar davon. Oh mein Gott. Ich hoffe nur hier haut alles hin. Also solange wir einfach wie Bullshit weiter pumpen. Da kann man nicht weiter rein. Ey, ganz ehrlich. Wir holen auf jeden Fall erstmal zwei, drei Dinge nach oben. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Abgeschlossen. Okay, das macht ihn ziemlich Angst. Damit kommt er nicht richtig klar. Wow! Ja, es sind nur die eine jetzt hier. Baby, come on! Ich dachte, er hat jetzt hier den großen Vorteil. Aber das denkt er auch nur, mein Freund. Das war gut. Das war ein Strike. Das hat ja auf jeden Fall ziemlich viel Armee gekostet, warte. Wir brauchen unsere Streitkräfte, werden angegriffen. Für Streitkräfte hier oben, okay. Da die restlichen jetzt gerade weggebracht. Das ist mir alles eindeutig viel zu krank hier oben, viel zu sick. So, neue Einheiten nachschieben. Gong. Und da geht er, sehe ich gerade, geht er auf die neue Expansion. Die könnte ich ihm gleich immer ganz gut niederreißen. Ich denke mal, wir haben schon ganz viel Scheiße hier angerichtet. Oh ja, das haben wir. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, also wir machen das jetzt einfach durchgehend immer wieder. Neue und dann müssten wir auch gleich vorne rein können mit den Decken. Ich hoffe mal, er plant nichts Außergewöhnliches gemeint. Aber ich muss schon sagen, mit den Overlords hier andauernd wieder reinzufliegen, ist schon ganz funny. Bam, Digga, bam.
Okay, also er hätte es nur noch massig von diesen Dicken, aber ich bin nicht, meine ich jetzt, total überlegen. Wir brauchen mehr Vespingas. Ich bin mir sowas von überlegen. Ich meine, soweit ich das gesehen habe, hat er irgendwie keine Chance auf eine neue Expansion. Sollten wir noch einen Overlord. Was wir auf jeden Fall machen sollten, ist vielleicht unsere ganze Armee einmal versammeln. Mutation abgeschlossen. Damit wir uns wirklich sicher sein können, dass wir jetzt hier nicht auch irgendwo seine Gemeinde haben. Ja, dann mummt sich da jetzt so richtig schön ein, habe ich das Gefühl. Auch noch zusätzlich. Ja, ich habe so viel Gefühl hier gerade. Wie alles richtig zu machen, aber ich weiß halt nicht, womit ich es gleich voll fehlen kann. Ich hab Angst vorm Fehlen, ich geb's zu. Alles abziehen, wir brauchen alles und er kämpft sich da auch nur noch ein. So, das sollte jetzt eigentlich auch eine dicke Armee sein. Ich meine, die Upgrades stimmen. Die Upgrades stimmen und ich habe eigentlich alles gescoutet. Ich habe komplette Map Control. Ich kann mich jetzt eigentlich überall ausweiten. Also eigentlich ist es jetzt einfach mehr als gewonnen, finde ich. Ich muss nur irgendwie zusehen, dass ich da jetzt oben hier vorne seine Base nochmal wieder renne. Ich glaube, das mache ich sogar mit diesen hier. Das könnte auch nochmal eine ganz witzige Taktik werden. Wir brauchen mehr Westfinger. Meine Ressourcen haben wir. Und er kann einfach nichts mehr haben. Ich habe alles ausgescoutet. Er kann hier nirgendwo seinen Bart haben. Das heißt, ich habe jetzt auch gleich mein Maximum erreicht. Er wird da jetzt nicht mit seinen letzten Einheiten einkämpfen. Oh shit, da ist er auch schon. Das heißt, er scheint jetzt so ein bisschen auszurücken. Jo, der kommt auch schon langsam. Komm schon, dicke Feind und so. Das ist der dicke Feind. Yeah! Ultralisten. Passt fertig. Und voran. Okay, mit dem Eingraben hat es nicht so ganz hingehauen. Aber ist auch nur halb so wild. Weil die am Mitte steht. Weil ich da gern noch mal ein bisschen noch tricksen würde. Vespin-Geysir erschöpft. So, dann schicken wir mal einen Tanker und dann ist dieser hier. Wo muss er da jetzt überhaupt noch mehr drin? Das hätten wir schon gedacht. Ja, mach es nieder. Mach es nieder, lauf es ein. Mir ist schon durchaus bewusst, dass ich jetzt, desto länger ich brauche, desto mehr Aufbauzeit hat er und dass ich mich auch schon längst fertig machen könnte. Aber ich mache das jetzt ganz gerne mal so. Guckt, dann nebenbei kriege ich noch ein paar nette Achievements. So, und diesmal mache ich jetzt noch so einen Typen mit. Der tankt jetzt den ganzen Damage dann noch.
da haben wir jetzt auch schon die Tür offen sozusagen. Und ich würde sagen, ja, dann kommen wir jetzt auch mit dem restlichen Final Push. Ich hole kurz nochmal meinen neuen Ultralisken nach. In der Zwischenzeit machen die auch ihre Scheiße. Die sind echt nice, wenn man ein bisschen damit Masse kommt. Komm, haben wir nochmal Zeit. Leute, ihr wollt jetzt auch. Ihr wollt das Ende. Ist okay. Ist okay, ich weiß nicht, warum wir noch so lange warten. Denkt er, dass er sich da nicht fertig machen kann mit seinem bisschen, ja, was er da hat. Und ja, auf die Dauer wird es nervig, aber dann müssen wir ihn jetzt mal kurz machen. Ja, ja, er ist der Hero, er ist der Hero. Reißt alles nieder und sind meine schon da. Ja, wir sind sie auch schon. Hat mal drauf geschissen. Einen kleinen Moment bitte. Oh, da hat mir noch was vergessen. Da steht noch ein Gebäude. Richtig Schaden, ihr Räuber. Ihr seid der richtige Räuber, meine Freunde. Ups, haben wir da plötzlich her? Boah, die sind gut. Hey! Ja, Freunde, also eine wirklich extrem komische Runde. Überlegen war ich, denke ich, durchgehend die ganze Zeit, da er einfach nicht aus seiner Base rausgekommen ist. Er hatte da zwei ja, Expansions, aber irgendwie, keine Ahnung, ich hatte jetzt die gesamte Map Control und ja, die Angriffe gingen jedes Mal vorteilhaft für mich aus und am Ende haben wir sozusagen eher nur noch ein bisschen mit ihm gespielt. Danke, Freunde, fürs Zuschauen, endlich mal eine lange Runde StarCraft 40 Minuten, mal gucken, wer sich das Ganze zum Ende anguckt. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, Freunde, haut rein.